Bettina Nowak nutzt die Räume des Künstlerhofes in Lavesum, um dort Malkurse durchzuführen. Insbesondere die Ruhe und die Lage des Gebäudes inspirieren sie und ihre Kursteilnehmer außerordentlich. Also ich biete Kurse an für Erwachsene, für Kinder, für ganz kleine Kinder mit ihren Eltern oder mit Großeltern. Und im Moment habe ich hier einen Kinderkurs für Kinder ab 6 Jahre, die alleine sind ohne ihre Eltern. Und die malen, was sie möchten. Also ich habe jetzt kein festes Thema, was ich vorgebe, sondern die sagen mir, was sie gerne wollen. Und dann schauen wir, wie wir das Bild am besten hinkriegen. Also ich habe immer schon gerne gemalt, habe aber in meiner Elternzeit mit meinem beim zweiten Kind gemerkt, dass ich irgendwie einen Ausgleich brauche noch und habe angefangen, ein Fernstudium zu machen, Zeichnen. Und durch das Studium habe ich ganz viele Kurse auch gebucht und habe mich erst aufs Zeichnen konzentriert. Ja, dann kam da die Frage an mich, ob ich Kurse geben würde. Und es ist immer ein bisschen mehr geworden. Dann habe ich in der Jugendherberge Kurse angeboten. Kinder sind nicht zum ersten Mal hier. Bettina Nowak arbeitet gerne mit Kindern. Besonders die Arbeitsatmosphäre gefällt den Kindern sehr. Vorgaben gibt es wenige. Jede und jeder kann das malen, was sie oder er gerne möchte. Heute sind es Blumen, die Jahreszeiten oder ein Spielkonsolenheld, die oder der aufs Papier oder eine Leinwand gebannt werden soll. Ich male gerne mit Acrylfarben und manchmal zeichne ich auch. Ich male gerne Blumen und ich male gerne auch mit Wasserfarbe und Acrylfarbe und ich male auch und ich zeichne auch gerne. Wenn der Kinderkurs ist, komme ich hierher und mal was ich möchte. Während des 2-stündigen Workshops schaffen es die Kinder meistens, das ausgewählte Motiv zu malen. Als nächstes finden hier im Atelier Erwachsenenkurse statt. Im nächsten Monat soll es dann auch wieder Malkurse mit Kindern geben.